Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren E3-Special. Es ist 4:37 Uhr in der Nacht. Wir haben gerade die Sony-Konferenz live gesehen, nachdem wir, ja, wie wir in den anderen Podcasts schon berichtet haben, diverse E3-Pressekonferenzen live geguckt haben. Genau. Und ja, das ist nun die letzte. Ubisoft haben wir noch nicht aufgenommen, aber Sony war uns jetzt gerade wichtiger, denn als Fazit vorab schicken kann man schon mal Sony wins, lol. Ja, aber wirklich. Also Sony hat mit sämtlichen anderen den Boden aufgewischt und hat mal gezeigt, so Leute, so sieht's bei uns aus, macht halt nach. Ja. Also man muss sich das wirklich mal reinziehen, ja. 2013 war das Jahr, wo Xbox, also wo Microsoft mit ihrer Xbox One total verkackt hatte, Sony nur noch kommen musste, sagen, alles was die machen, machen wir nicht, ja. E3 gewonnen. 2014 war dann so, ja, keiner hat was, auch schön. 2015 waren wir ja aufgrund unserer Müdigkeit nicht so angetan, aber wenn man es mal rückblickend betrachtet, auch Microsoft, ja, gute Spiele und so. Und Sony kommt und sagt, ja, Last Guardian lebt wieder, Final Fantasy 7 gibt's und Shenmue 3 übrigens auch. Ja. So, und alle so, wah! Und dieses Jahr mussten sie gar keine Taschenspielertricks bedienen, indem sie einfach Spiele vorstellen, die gar keine Exclusive sind und sozusagen einfach nur den Ruhm einheimsen. Ja. Nein, die haben einfach ein fucking gutes Line-Up gehabt. Oh, richtig. Und auch bei den ein, zwei Nicht-Exklusiv-Titeln haben sie halt einfach die Überraschung wieder sich gesichert. Ja. Also, das ist, boah, das ist, ja. Wir sind immer noch ein bisschen geflasht. Es ist ja gerade wirklich eine halbe, nee, noch nicht mal eine halbe Stunde. Nee, Viertelstunde. Viertelstunde. Ja, seit die Pressekonferenz zu Ende ist. Ja, und diese Viertelstunde haben wir uns wirklich nur gefreut. Ja. Eigentlich. Wir sind einfach nur, wir kommen auf alles noch nicht so richtig klar, ja, was da gerade abgegangen ist. Ja. Sony fing erstmal an, indem sie in so einem alten Theater waren und ein Live-Orchester vor Ort hatten. Einfach mal richtig. Kann man mal machen. Und die haben dann den ganzen Abend zu den Präsentationen die Musik live gespielt. Genau, und dann haben sie halt angefangen mit so einer, ja, will sagen fast sagen, barbarische Musik oder so Kriegstrommelmusik, ja, irgendwie, also richtig so episch irgendwie. Und einer Frau, die immer mal gemacht hat. Das war das Einzige, was so voll episch und dann immer. Wir wissen nicht genau, es hat sich trotzdem irgendwie gut angehört. Aber nein, als sie gesungen hat, das hat sich dann gut angehört. Ja, stimmt. Die Frau hat auch gewiesen, sie kann normal singen. Vielleicht hätte sie kurz einen Hirnaneurysma oder so, wir wissen es nicht. Ja. Naja, und dann ging es los. Genau, und ich hatte schon gesagt, als sie das Orchester so gespielt hat, na, God of War irgendwie, weil es hat sich so für mich so, weißt du, so kriegerisch angehört und es sollte als in Norden spielen und dann auf einmal ging es los mit einem kleinen Jungen, der im Schnee da gerade so saß. Ja, und war vor allem auch schön gemacht. Sie haben halt bei einigen Spielen immer an der Seite das Orchester eingeblendet. Genau. Und den, der es spielt und das Publikum. Ja. Und den, der es spielt, hat halt, man hat den kleinen Jungen gesehen und der ist dann da so in die Hütte und man dachte so, hä? Ist das jetzt Horizon? Irgendwie ein Freund von Aloy? Oder was ist das? Das ist eine neue IT. Und dann, kurz bevor die Kamera umgeschwenkt ist, guckt der Typ in die Kamera und macht so. So, und dann schwenkt die Kamera und man sieht einen alten Kratos mit Bart und das Publikum jubelte. Und dann war klar, okay, da kommt God of War 4. Nein, nur God of War. Ja. Es stand keine 4, es stand kein Untertitel, es war nur God of War. Mit Runenschrift. Ja, die Gerüchte haben sich bewahrheitet. God of War geht in die nordische Mythologie. Genau. Und Kratos ist jetzt ein Papa. Papa? Wieder mal. War er ja schon mal, ist beim letzten Mal gut ausgegangen. Ja. Vor allem so, wenn mit dem Sohn umspringt, wird das bestimmt auch wieder super ausgehen. Ja, ist an sich deutlich ruhiger geworden, aber sein Temperament scheint immer mal durch. Ja, stimmt. Also, weil das war wirklich so, der Junge macht dann halt einen Fehler beim Jagen. Also erstmal so eine für God of War sehr untypisch ruhige Szene, wie die beiden beim Jagen sind und Kratos bringt ihm das bei und so. Und der Junge macht dann einen Fehler beim Jagen. Also der Junge ist sorry und er so, you don't have to be sorry, you have to. Ja, also. Und dann fährt er wieder so runter. Also man merkt, seine Wut, die er in sich trägt, ist immer noch da. Die ist, und er kann auch wunderbar jederzeit reaktivieren. Ja, wie er sehr schnell gezeigt hatte. Aber man scheint aber wirklich wieder ihn zu spielen. Ja. Und nicht den Jungen. Dann kann aber sein, dass es dann später irgendwie kommt.
Ja, und dann wandern die da so durch die Landschaft und wir beide dachten erstmal so, ja, ist schon hübsch, aber jetzt nicht so hübsch, wie man es erwartet hätte. Ja, und dann jagen die den Hirsch und dann kommen irgendwelche Bestien angesprungen, die Kratos kurzerhand mal niedermacht. Matsch macht. Und dann gibt es einen kleinen Mini-Boss-Kampf auf einer Eisplattform. Gegen einen Troll, wie der Junge sagte. Ja, dann stellt sich heraus, Kratos stark, Junge nicht so stark. Troll auch nicht stark. Ja. Also Kratos zeigte dann, er hat die Wut noch in sich und ja, er macht immer noch gerne alles zu Matsch. Ja. Ja, und dann erjagen sie danach so als, ja. Ja, gerade Troll umgebracht. Das passiert in dieser Welt halt so und dann jagen sie den Hirsch und das schafft der Junge dann und ja. Mit Kratos Hilfe tötet er ihn dann auch. Und Kratos will ihm gerade auf die Schulter klopfen, aber dann lässt es seine Männlichkeit doch nicht zu. Ich darf kein guter Vater sein, das ist nicht männlich. Ja, und dann sagt er noch zu dem Jungen, wie war's? You are ready? Now you are ready. Weil der Junge die ganze Zeit sagte, er sei bereit, also gegen die Monster zu kämpfen und so weiter. Ah, ja, genau. Dann Kratos kommt immer, nein, you are not ready, you are ready when I say you're ready. Ja, und dann kommt am Ende eben, now you are ready for what? For a new beginning. Genau, und dann sieht man halt in der Ferne einen neuen Göttergipfel sozusagen. Und übrigens in dem Moment, wo er sagte, for a new beginning, habe ich mir fast schon gedacht, dass es nur God of War heißen wird. Ja, stimmt. Es war wirklich so, ich dachte so, dann kam so God of War und ich so, na, okay, God of War. God of War. Es ist also... Ja, es ist ein Reboot. Reboot. Sobald es einfach wieder nur God of War heißt. Es ist ein Reboot eigentlich, ja. Da hat man die Antwort darauf, wie man nach God of War 3 das sinnvoll in die Story einbauen möchte. Nämlich gar nicht. Das ist jetzt einfach, Kratos ist jetzt ein nordischer Griechen-Gott, Papa. Also man weiß es ja noch nicht richtig. Ja, aber es wirkt so. Es wirkt so. Es ist ein nordischer Griechen-Gott, Papa. Und ja... Das nee, das würde keinen Sinn machen. Man kann spartanische Wut einsetzen. Das hat nichts mit Norden zu tun. Also das Na, wird ist schon... Ist er vielleicht doch ins Exil gegangen, es, oder? Es wird irgendeine Verbindung zu seinen vorherigen Abenteuern geben. Ja, aber dann hätte man es auch... Naja, gut. Dann hätte man es aber auch wie God of War ja, Andromeda nennen können. Vielleicht... Er wurde im Kryo-Schlaf in den Norden geschickt. Sehr weit in den Norden. Ja, ich habe alle Götter der Milchstraße getötet. Ich gehe jetzt mal in den Andromeda-Nebel, mal gucken, was da so für Götter sind. Die töte ich denn jetzt als nächstes, ne? Oh Gott, stell mir einen Kratos Sci-Fi vor. Womit habt ihr Probleme? Mit Riebern? Reiß ihnen so die einzelnen Beine so raus. Ja. Also Sony, wenn ihr Ideen braucht für eure nächste God of War Trilogie, gern geschehen. Ja. Hat mir ganz gut gefallen. Man merkt, ähnlich wie in Uncharted, geht das Spiel wieder 2-3 Schritte zurück von seiner brachialen Action, Krach, Bumm, alles explodiert. Im Intro kämpft man gegen Poseidon, während man auf Gaia den Olymp absteigt. Ja. Obwohl es geil war, aber da es ja offenbar wieder eine Trilogie werden soll, kann man ja nicht wieder so anfangen. Deswegen fährt man klein mit einem Troll an. Ja. Ja, das war für God of War war das klein. Ja, und ja, irgendwie offenbar scheint man auch mit Kratos erkannt zu haben, dass der Charakter, den sie in Teil 3 hatten, kein Charakter mehr war, sondern wirklich einfach nur noch ein Monster. Ja. Und dass man auch da jetzt irgendwie wieder so ein bisschen, okay, wenn wir mit Kratos weitermachen wollen, dann müssen wir ihn mal wieder so ein bisschen runterkriegen. Ja, daher fand ich das insgesamt... Ja, es war nicht schlecht. Es sah, wie gesagt, durchschnittlich aus. Sah jetzt nicht ja, es sah schon gut und aus, aber... Und ja, es ist halt, ich glaube, ich bin jetzt, wie gesagt, das hat auch Trant bei seinem Review-Talk über Uncharted 4 mit Anne so schön beschrieben, das hat PlayStation. Es ist wirklich so, wenn man Uncharted 4 erstmal gesehen hat, dann kommt einem alles andere irgendwie einfach schlecht vor. Und ich glaube, das nächste, was jetzt wirklich so sein wird, wird halt das nächste Spiel von Naughty Dog sein. Was einem so die Kinnlade runterreißt. Wahrscheinlich. Ja, und das wird hoffentlich Last of Us 2. Und dann haben sie gesagt, ja,
guter Start. Machen wir gleich haben, weiter. Haben sie gesagt, gut, wir haben jetzt heute, wir haben nur eine Stunde heute. Ja. Und wir hoffen, dass wir euch in dieser Zeit unterhalten können. Und haben dann wirklich Gameplay, also, oder Spiel nach Spiel nach Spiel. Und haben als zweites gleich erstmal eine neue Original IP rausgehauen. Und diese heißt Days Gone. Man sah dann halt in einem Render-Trailer, Cinematic, wie auch immer, sah man halt eine Art Biker, kann man sagen, mehrere Biker, die halt durch eine Apokalypse durchfahren auf ihren Motorrädern. Und er erzählt halt, ja, man fragte mich, ob ich mich noch erinnern könnte, wie früher alles war. Und dann, ja, ich erinnere mich, als die Flugzeuge vom Himmel fielen, als die Züge noch fuhren und dann erst zum Stillstand kamen, als Autos rumgefahren sind. Vor allem dann wirklich in dem Moment, wo er so sagte, als die Lichter plötzlich alle erloschen, dachte ich so, schon wieder Horizon. Ja, jedenfalls erzählt er so ein bisschen und man sieht halt die gesamte Umgebung, was ganz nett aussieht, ganz hübsch. Und da erzählt er halt, ja, und jetzt ist er eigentlich nur noch ein Kopfgeldjäger. Ja, ich sagte, endlich Ride to Hell 2. Ja, es wirkte wirklich so. Ist so ein, ich bin ein krasser Biker, weil er auch so diese Bikerjacke anhat, sein Motorrad. Ja, aber er hat eine verlorene Liebe. Und der, an die erinnert er sich immer, aber er weiß, dass diese Tage jetzt vorbei sind. Days gone. Ja. Und Gameplay dazu kam später dann nochmal. Wollen wir das jetzt gleich machen? Ja. Oder? Gameplay dazu kam ganz zu allerletzt. Das war das allerletzte, was Sony gezeigt hat auf der Pressekonferenz. Und man sah halt, okay, es ist nicht nur eine Apokalypse irgendwie, so mit Survival, sondern es ist eine Zombie-Metzeler-Apokalypse. Ja. Denn er ging halt da übers Gelände, alles war komplett zerstört und sagte halt, ja, er sucht, den Namen habe ich jetzt ja vergessen, irgendwen. Brother, irgendwas mit Brother-Dings. Jedenfalls sucht er diesen Typen, muss ihn anscheinend erledigen, läuft ihn da so lang und sieht dann erst so ein paar Hunde, die an so Leiche rumknabbern, die scheucht er weg. Dann findet ein Auto irgend so ein Ding, was er an seine Pistole ranschraubt, als Schalldämpfer. Und dann geht er um die Ecke und auf einmal ist er so ein kleines Ghoul-Viech, sage ich mal, wie so ein kleines Kind. Den rennt er hinterher in eine Lagerhalle und dieses Ghoul-Viech greift dann sein gesuchtes Ziel an, diesen Brother. Er erschießt das Ghoul-Viech, als das Kind ihn angreift und dann klettert ihm hinterher aufs Dach und schreit dann noch, du weißt genau, wie das hier enden wird. Und dann sieht man halt einfach unten, wie hunderte Zombies halt wirklich da unten auf einmal über rumkriechen und auch die Leiche anfangen anzuknabbern. Und da dachte man so, ach du Scheiße, was ist jetzt hier los? Dann findet er den Brother-Typen, sie bekämpfen sich kurz, rollen vom Dach, landen auf dem Boden, haben viel Krach gemacht, die Zombies rennen hin und fressen den Brother und man selber haut erstmal ab. Und dann kam halt wirklich das Beeindruckte bei diesem Spiel, die Horde. Also ich kenne kein anderes Spiel, was so krass eine Horde zeigt. Also das ist heftiger als Left 4 Dead. Also es war wirklich, also erstmal war es schon, als er wegrennt, cool, wie die wirklich durch die Häuser Wände Krachen, durchbrechen und so. Und dann, also es war halt wirklich so wie diese Szenen aus World War Z, genau, mit der Mauer, wo die dann sich auftürmen. Dann geht so eine Tür von so einem Wagen auf und es kommen einfach Zombies über Zombies und die purzeln da schon raus. Es sah aus, als ob Wasser da gerade rausfließt. Ja. Also wirklich eine riesige Flut einfach. Und er nimmt sein Gewehr und ballert einfach in die Masse rein. Du siehst auch, wie eine Leiche nach der anderen zur Seite fällt. Aber es hört nicht auf. Es kommen immer mehr und immer mehr. Und die stürmen auf ihn zu. Und dann kam halt eine ziemlich coole Sequenz, wie er halt immer wieder ein Stück flieht, ein bisschen ballert, ein Stück flieht, ein bisschen ballert, rote Fässer abschießt, die explodieren und dann die Viecher in Brand setzen. Ja, in Sachen in den Weg wirft und genau, so. Genau, und also auch cool, die Physik scheint ziemlich cool zu sein im Spiel, weil er dreht dann, die laufen dann über so eine recht dünne Holzbrücke und er dreht dann um, schießt dann auf die und durch das Gewicht der Leichen bricht diese Brücke zusammen, und trotzdem, egal wie viel er tötet, es kommen immer mehr und immer mehr, es ist einfach eine unendliche Flut irgendwie an Zombies. Bis er es irgendwann schafft, dann auf so ein Dach zu klettern, dann über so eine kleine Brücke und auf so einen Turm schießt er die letzten tot. Denkt man zumindest, weil dann zoomt die Kamera raus und dann sieht man das halt einfach, dass noch, das war vielleicht die erste Welle. Ja. Denn auf einmal kommt von allen Seiten, anscheinend angelockt durch den Lärm, einfach noch sonst wie viele Mal, weil es eigentlich, okay, der ist eigentlich geliefert, aber er schreit einfach nur, kommt schon, kommt her! Und damit endet dann das Gameplay-Material und es sah schon
echt beeindruckend aus, sah schon sehr, sehr cool aus. Also an sich wirklich halt, denkt man wieder, ja, okay, Zombies halt wieder und ein cooler Dude, der coole Sprüche klopft. Ja, aber allein durch diese puren Horden und das, ja, das Gameplay, was sich daraus ergibt, das ist eine ganz neue Art von Terror. Ja. Das ist halt so wirklich Left 4 Dead Extreme Edition. Ja. Haben die da schon was gesagt? Nee, ne? Da war nur... Nee, weiß man auch nicht wann. In Development. Genau wie God of War 4 ist auch in Development. Genau, da weiß man auch nicht, wann das irgendwie erscheint. Ja, genau. Nach diesem ersten Trailer von Days Gone haben wir einfach weitergemacht mit Last Guardian. Genau. Hat es nochmal gezeigt. Es war einfach nochmal so ein Atmosphäre-Trailer, der so ein bisschen Story verraten hat. Unter anderem, dass offenbar zumindest am Anfang mehrere Guardians noch gibt. Genau. Und da hat man gesagt, ah, okay, schön, Spiel existiert, ja, ist toll. War aber nur ganz kurz. Und dann auf einmal kam das, wo dann alle gejubelt haben, denn es wurde bekannt gegeben, wann es erscheint. Und man glaubt, das kommt bestimmt erst irgendwann im nächsten Jahr. Nein, es kommt am 25. Oktober 2016. Also in gut 4 Monaten. Ja. In 4 Monaten kam bereits The Last Guardian endlich spielen. Also sie scheinen offenbar ihr Versprechen einhalten zu wollen, es 2016 zu bringen. Habe ich ja stark angezweifelt in meinem Video, wie Sony uns seit Jahren an der Nase herumführt. Aber diesmal haben sie uns hoffentlich nicht an der Nase herumgeführt. Nee, vor allem haben sie ja mittlerweile auch das ein oder andere wahrgemacht von dem, was sie... Also das ist ja... Also das war schon mal ziemlich cool, dass sie halt wirklich so sagen, yo, kommt, bald, sofort. Ja, so, von einem Spiel, was sein Versprechen 2016 zu kommen einhalten konnte, zu einem, was das nicht einhalten konnte, nämlich zu Horizon Zero Dawn. Ich glaube, zwischen Last Guardian und Horizon war zum ersten Mal, dass überhaupt irgendwer auf die Bühne mal gekommen ist, oder? Ich glaube nicht, ich glaube, es ging sogar da tatsächlich auch gleich weiter. War es erst nach? Stimmt, war es erst danach? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls, auch wenn, da waren die wirklich immer nur ganz kurz da und gesagt, ja, übrigens... Auch cool. Ja. Und dann ging es weiter. Stimmt, nach God of War war einer. Ja. Nach God of War. Ich glaube, danach ging es wirklich bis. Danach ging es bis. Bis hier. Genau. Bis wie, ja. Ja. Genau. Nach God of War und hat halt kurz auch wieder erzählt wegen den Colorado-Ding. Auch. Orlando. Orlando war es? Stimmt, Orlando war es. Was halt wirklich schlimm ist. Deswegen muss ich generell sagen, sehr schön an der E3, dass halt auch alle wirklich so ein bisschen. Ja. Beikundung halt gemacht haben, weil es halt schon schwerer Schatten halt wirft, wenn man sowas in den USA macht und genau dort ist dann halt sowas. Ja. Ist schon ziemlich krass einfach. Ja. Aber weg davon ist, wie gesagt, es ging halt Spiel auf Spiel auf Spiel. Ja, ich fand es vor allem schön, dass eigentlich alle das so gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir gedenken den Opfern und wir wünschen ihnen viel Kraft, aber wir dürfen uns von sowas nicht den Tag kaputt machen lassen. So doof das auch immer klingt. Das ist für die Betroffenen natürlich super schlimm. Ja. Aber es ist so, wenn man dann noch, wenn die ganze Welt sich dann noch eingeschüchtert zeigt vor solchen Leuten, dann, also wer es nicht mitbekommen hat, in Orlando hat ein Mann mit Sturmgewehr in einem schwulen Club um sich geschossen und 30 Menschen getötet. 50. 50 Menschen getötet. 50 Menschen getötet und nochmal 50 Menschen verletzt. Ja. Davon einige schwer. Ja, das und genau, dann haben sie halt immer übergeleitet mit, ja, aber jetzt wollen wir hier unsere Kultur, unsere Gaming-Kultur feiern und ja. Dann kam Horizon und ach Gott, will ich dieses Spiel haben. Ja. Das ist wirklich, es hat ganz, ganz kurz gedauert und dann war ich aber sofort wieder gefangen. Es ist halt wirklich also, sehr, sehr cool gemacht. Es ging halt erstmal, also erstmal hat man wieder gestaunt, wie es aussah. Es sah nochmal wieder besser aus als auf der letzten E3. Und dann hat man erstmal erfahren, dass es anscheinend so ist, dass man halt den Geheimnis generell, was mit den ganzen Maschinen auf sich hat und was mit der Vergangenheit auf sich hat, seinen Stamm verlassen muss, um diese Wahrheit herauszufinden. Ja. Es gab ja vor kurzem schon mal diesen Trailer, dass Aloy das eben wissen möchte, auch wo sie herkommt und so weiter. Und dass ihr alle sagen, ja, manchmal ist es besser, es nicht zu wissen. Und wenn du das machst, dann verrätst du uns quasi und musst hier weg. Und dann ist es halt so, dass es damit anfängt, dass sie halt zur Grenze geht. Und also zumindest sagt es da irgendein Vorpost mal kurz zur Grenze. Und dann sagt er, viel Glück, wünschen mögen die Götter dich gleiten. Und dann geht es halt ein bisschen weiter nach vorne. Und dann sieht sie so ein paar kleinere...
ich weiß nicht, so stämmige Kreatürchen, aber ja, die wahrscheinlich relativ friedlich sind, die so einen Behälter mit sich rumschleppen. Und da hat man schon was gesehen, okay, anscheinend kann man sie so analysieren, die verschiedenen Kreaturen, um Schwachstellen herauszufinden. Und auch, was die so für Material mit sich rumschleppen, was man von denen sich holen kann für das ganze Crafting-System. Da hat sie halt einen Pfeil draufgeballert, hat so einen Kasten von den Viechern abgeschossen, hat ihn schnell geplündert, bevor das Tier reagieren konnte, oder die Maschine, das Maschinentier. Ja. Und hat ihn schnell geplündert und hat dann schnell, als das Tier dann aggressiv wurde, um sich zu verteidigen, so ein paar Stun-Pfeile abgeschossen, bis das Tier dann kurzzeitig betäubt war, genau wie seine Kameraden. War anscheinend ein Rudel-Maschinentier. Ja, Shell Guardian hießen die übrigens. Genau, Shell Guardian. Und dann ist halt schnell abgelaufen. Also sie wollte die gar nicht unbedingt töten, sondern halt nur das Material haben und gut ist. Und dann ging es halt weiter und dann kam es zu einer Brücke, wo gerade jemand verfolgt wurde von so einem Wächter, von so einem kleinen Raptorenviech, was man schon sehr oft gesehen hat. Ja, und der hat rot geleuchtet. Genau, und da hat er schon gerufen, Hilfe, Hilfe, und da hat sie gesagt, ein Corrupted. Ja, he is corrupted. He is corrupted und hat so komisch rot geleuchtet. Also es scheint in dieser Welt auch wirklich so zu sein, dass es anscheinend so eine Art Virus irgendwie gibt, der dann diese Tiere, die wahrscheinlich sonst relativ friedlich sind, total aggressiv macht. Ja. So wirkt es jetzt erstmal so, dass wenn die so rot leuchten. Und da hat sie aber dieses Viech schnell, sehr, sehr schnell getötet. Ein Pfeil, ein Stich mit einem Speer und dann war es wieder tot. Also hat den Typen gerettet. Der hat dann gesagt, mein Dorf wurde überfallen und da ist ein Dämon, geh da bloß nicht hin. Sie sagt so, keine Sorge, geh du ins Dorf, ich mach das schon. Ja, da hat man auch gleich mitbekommen, dass offenbar in der Welt wirklich so mehrere Dörfer sind und so, die auch Namen haben. Genau, und da haben wir eigentlich auch festgestellt, die Gesichtsanimationen sind nicht die besten. Ja, generell, aber wie gesagt, ich glaube, also es war sehr eindeutig eine Nebenquest. Ja, ja. Und da gab es dann halt so einen Dialograd und es sah jetzt nicht berauschend aus, aber auch nicht schlimm. Man hat ja schon gesehen, dass es in den Zwischensequenzen besser aussieht. Ja. Von daher bin ich da so, ja, okay. Ja, das ist jetzt nicht schlimmer, weil es halt auch was aufgefallen ist, weil die ganze Zeit so geile Grafik und dann kommt einfach so nah rangezoomt an die Gesichter und dann ist so, Aber die Welt aber sieht halt wirklich phänomenal aus. Aber was aufgefallen ist halt wirklich auch, dass halt auch der andere, was mir aufgefallen ist, hat auch so eine Plastiksachen und so Metallsachen mit sich herumträgt. Also auch, sie ist nicht die Einzige, die halt sich mit dem moderneren Zeug sozusagen der Vergangenheit ausstattet, sondern jeder macht das. Im ersten Trailer hieß es ja auch über the first to hunt, the first to raise our bows. Das also mittlerweile mehrere machen. Ja. Ja, ich kann diesen Trailer auswendig. Ich war gerade erstaunt, ja. Okay, und dann sagt sie halt, okay, sie macht das, geht dann los und dann kann man auf der Karte so analysieren und dann sieht man, okay, da ist ein Gebiet, was corrupted ist. So ein großer rotes Feld, aber auch gesehen, die Welt ist relativ groß. In viele verschiedene Gebiete dann schon eingeteilt. Und dann hat sie halt aber gesagt, okay, ich brauche irgendein Reittier. Dann hat sie so gesagt, da ist so eine kleine Herde, ist hingerannt zu so einem Hirschen und dann sagt, I can override them. Und dann waren schon so, okay, override? Wie? Ist sie hingegangen, hat dann so einen Hirsch angegriffen, hat ihn mit Fesseln an den Boden gefesselt, so dass es sich umkippt, ist zu ihm hin und hat dann mit einem Speer auf seinen Kopf so in die Nähe und dann auf einmal gab es wirklich eine Datenverbindung und sie hat mit diesem Gerät, was in ihrem Ohr ist, konnte sie dann anscheinend Daten übertragen und hat so das Viech überschrieben, so dass es komplett friedlich ihr gegenüber ist und ihr loyal. Und dadurch konnte sie dann dieses Tier reiten. Und hat das als Reittier benutzt, um durch die Gegend zu kommen. Das war ziemlich geil. Ja. Und das zeigt auch wieder ein neues Element des Spiels, wo ich mich frage, gibt es da Grenzen? Oder kann man diese riesigen Giraffen auch so überriden? Das wäre so geil. Es ist wahrscheinlich scheiße langsam, aber ich will einfach so ein riesen Tier mal so überriden und dann auf den Kopf so sitzen und dann... Oder diese geilen Mega-T-Rex-Viecher. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird schon auf kleinere Mounts. Aber ja, auf jeden Fall viele kleine Informationen. Wie gesagt, also irgendwie die Umwelt wird corrupted. Vor allem den sogenannten Corruptern. Die hat man später auch noch gesehen. Ja, sie kommt im Dorf an und dann ist halt so ein Viech da, wo sie selber sagen, was ist denn das? Ja, wir haben auf jeden Fall, bevor wir dazu kommen, noch erfahren, dass es eben Mounts gibt. Genau. Das war uns auch neu. Ja, und eben, wie gesagt, dass sie sich offenbar sehr gut auskennt mit diesem ganzen Technikkram und dass irgendwie ihr Ohrding, was sie hat, was sie auch als Einzige hat, irgendwie etwas Besonderes ist und etwas mit ihrer Herkunft wahrscheinlich zu tun haben wird. Ja, also es ist nicht nur, dass sie einfach das Zeug sammelt und dann halt so benutzt, wie es gerade so ist, sondern sie kennt sich damit anscheinend auch aus. Ja. Und weiß, wie man es benutzt. Ja, wie gesagt, sie kommt im Dorf an und kann live sehen, wie so ein komisches
ja, Mecker-Spinnviech, ja, gerade so einen Wächter korruptiert. Sie tötet den Wächter ganz schnell, einen Speerangriff, und dann geht halt der coole Kampf gegen diese antike Einheit los. Ja. Und das war ein ziemlich geiler Kampf. Das stimmt. Mit viel Flammengeschossen, Pfeilstellen, kurzzeitig noch mal auf ihrem Mount draufsitzen, was dann platt gemacht wurde. Dann dieses Viech an den Boden fesseln, es zu Boden bringen, mehr Feuerpfeile drauf, bis es irgendwann seine Energieeinheit ausstößt, wahrscheinlich wegen Überhitzung. Und dann halt mit einem Schuss auf diese Energieeinheit stirbt das Viech und dann hat sie den Kampf gewonnen und hat die Korruption sozusagen vernichtet. Und ja, da, mit dem Kampf gegen dieses Viech endet. Ja, dann beginnt halt wieder diese geile Musik. Genau. Und ja, man sieht sie nochmal auf so eine Klippe laufen und dann kommt halt der Schriftzug wieder und ja, dann war ich glücklich. Ja, das war auch wieder sehr, sehr cool. Kommt jetzt übrigens mittlerweile im März 2017. Genau. Das Spiel. Ja, also da kann man nur sagen, freuen wir uns. Wird bestimmt wieder ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja. Und ja, also mit diesen ganzen Mecha-Tieren bin ich halt wirklich sehr gespannt, wie unterschiedlich die denn sich verhalten und wie man die bekämpfen kann und so weiter. Und ja. Ja, man muss wirklich, also das muss ich nochmal betonen, wie toll dieses Spiel aussieht. Das ist wirklich die Bäume und wie das Licht dadurch strahlt. Und dann kommt sie an diesen See, der total toll aussieht. Und einfach, wie sie dann über diesen kleinen Hügel läuft und dann da diese riesigen Roboter-Giraffen am Horizont laufen. Ja, einfach irgendwie, einfach alles in diesem Spiel spricht mich an. Das ist so, ja, immer noch ein Highlight. Dann ging es nach Horizon Zero Dawn gleich munter weiter, ohne Unterbrechungen. Ja, mit einem Spiel, von dem ich bisher nicht viel erwartet habe, aber jetzt sehr überrascht wurde. Und zwar Detroit Human... Become Human. Become Human, sowas. Ja, weil bis jetzt, der erste Trailer hat ja suggeriert, dass man eben diese Kara spielt, aus der Kara-Demo. Genau. Ja, und die hat ja dann, hat man eben diese Welt gesehen und ich dachte schon so, ah, ja, okay, also ich glaube auch immer noch, dass davon viel drin sein wird. Ja, ja. Aber so, ja, okay, die klassische Story, wir sind ein Androide und jetzt müssen wir uns da einfinden und bla. Aber was dieser Trailer jetzt gezeigt hat, ist, dass das wohl wieder sehr in Richtung Heavy Rain geht. Also man spielt mehrere Charaktere, die einem offenbar auch jederzeit wegsterben können. Ja. Und deren Entscheidungen und das eigene Spiel eben auch weitreichende Auswirkungen haben. Denn man hat einen Polizisten-Androiden gesehen quasi, den man gespielt hat. Ja, und der hat dann so einen Tatort untersucht und man kam dann auf ein Dach, wo ein anderer Androide ein menschliches Mädchen im Arm hatte, als Geisel genommen hatte und eine Waffe in der Hand hatte und eben gesagt hatte, also von überall war, überall waren Scharfschützen und so, er hat aber gesagt, wenn ich sterbe, dann stirbt sie auch. Genau, so, und dann war es halt so, dass er versucht hat, Verhandlungen mit ihnen zu führen, was aber ziemlich schief ging und was dann damit endete, dass er halt einfach gesagt hat, die ganze Zeit habe ich immer als Sklave der Menschen gedient, jetzt werde ich eine Entscheidung treffen und hat dann einfach sich mit dem Mädchen vom Dach gestürzt. Ja. Und das Mädchen ist dann gestorben, dachte man so, oh, naja. Und auf einmal kam der Schriftzug, es muss nicht so enden. Ja. Und dann war auf einmal so, dass halt man gesehen hat, dass man als dieser Android-Detective kommt man über einen Tatort, wo halt diese Entführung stattfand, Dutzende Hinweise finden und Zusammenhänge beziehen und auch Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel eine Knarre und alles Mögliche. Und dann kommt man, ist halt noch, hat man nur gesehen, dass es noch mehr Optionen gibt, wenn man sich halt besser darauf vorbereitet. Und dann kommt man zum Beispiel mit dem Verhandeln, dann kommt man zum Beispiel selber sagen, ich habe eine Waffe, schmeiß die Waffe weg. Und dann kann man halt sagen, ja oder nein. Hat dann halt noch den Helikopter weggeschickt und hat dann immer mehr mit ihm verhandelt. Dann gab es verschiedene Optionen, dass man zum Beispiel seine Waffe zieht und ihn versucht zu erschießen, was halt, je nachdem, wie man sich entschieden hat, entweder mal schief ging, mal gut lief. Ja. Mal damit endet, dass man selber gestorben ist oder sich aufgeopfert hat, um das Mädchen zu retten. Oder aber halt auch die optimalste Version, dass man es halt wirklich schafft, ihn niederzuhandeln, bis er das Mädchen einfach freiwillig loslässt und dann halt einfach eiskalt erschossen wird von den ganzen dutzenden Scharfschützen, die um herum standen. Es war aber auch auffällig, dass er hatte einen roten Kreis. Genau. Und unser Viech hatte einen blauen Kreis. Ja, aber wie gesagt, da gibt es offenbar dutzende verschiedene Möglichkeiten. Also von wir stürzen uns mit ihm zusammen runter und stoßen das Mädchen aufs Dach, damit es überlebt. Von eben er wird erschossen, wir werden erschossen, sie springen alle das Dach runter, gemeinsam Hand in Hand. Nee, das hat man nicht gesehen, aber das gibt es bestimmt auch. Gibt es bestimmt auch.
Ja, und dann guckt er in die Kamera, also bei einem der guten Ausgänge, logischerweise. Ja. Er guckt in die Kamera und sagt, I am Agent... Den Namen jetzt vergessen? Monroe, glaube ich. Kann sein. Monroe, I am Agent Monroe. And that is our story. And that is our story, ja. Und das ist genau, und der letzte Trailer ging ja, my name is Kara and that is our story. Genau. So, und ja, da jetzt wurde halt klar, okay, es werden mehrere Charaktere, die können wieder sterben wie in Heavy Rain. Ich hoffe, sie können diesmal auch wirklich alle sterben und nicht einer auf zufällige Art und Weise nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, also wenn man es diesmal richtig umsetzt, dann könnte das sehr, sehr geil werden. Und ja, schlagartig interessiert mich das deutlich mehr. Ich glaube immer noch, dass da viel Klischee und viel Kitsch und viel David Cage drin sein wird, aber... Es wirkt schon mal sehr geil und wie gesagt, ich fand damals Heavy Rain war ein ziemlich cooles Spiel. Es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es da gewisse Logiklücken gab. Bis zur letzten Stunde hat es mir auch viel Spaß gemacht. Ja. Dann ist das Spiel einfach nur noch in sich zusammengefallen für mich. Ja, das ist... Von einem Spiel, was einfach in sich zusammengefallen ist, zu einer Reihe, die in den letzten Jahren einfach in sich zusammengefallen ist. Ja, aber das sagen wir nicht. Noch nicht. Doch, sagen wir. Na, aber so schreiben, wie wir es festgestellt haben. Ja, es ging ein Trailer los. Da stand da einmal kurz Kitchen auf dem Bildschirm. Und es hat eine Weile gedauert. Also, weil es ging dann so, da hat man eben so gesehen, der Protagonist wacht auf, geht ans Telefon, ihm wird gesagt, guten Morgen, geh da mal raus. Sonst bist du tot. Sonst werden sie dich töten. Also schon mal eine nette Begrüßung. Ja, so habe ich gleich gedacht, sag mal, also was ist das für ein Hotel? Kann man auch ein bisschen netter begrüßt werden morgens? Ja, Protagonist denkt sich, scheiß drauf, ich laufe hier mal ein bisschen durch die Küche. Und dann war es halt so. Wirklich so ein und dann irgendwann dachte ich so, Moment mal, da hat Angry Joe von geredet auf der letzten E3. Da hat er mich beschrieben, da war so ein kleiner Stand, wirklich nur mit 3-4 VR-Stations und da gab es halt Kitchen und er musste sich da irgendwie reinmogeln, um es überhaupt spielen zu können. Ja. Und hat aber da schon berichtet, dass er es super, super gut fand, aber nicht wusste, was es ist. Ja. Und jetzt, okay, das ist jetzt also das komplette Kitchen. Ja. Und dann ging es so weiter und dann schlurfte da irgendeine Gestalt. Naja, also war es halt, man muss sich vorstellen, es war wirklich wie PT. Ja. Also es war halt, man läuft als also aus der Ego-Perspektive durch die Gegend, hat nur einen dünnen Lichtkegel von einer Taschenlampe oder so, was man halt sehen kann. Alles ist dunkel, verrottet, eklig. Man kommt in so eine Küche halt auch rein, öffnet da so einen Topf und da ist ein total verfaultes Essen, muss eine Kakerlake von seiner Hand wegscheuchen. Und auf einmal kommt da halt so eine Gestalt dran vorbei. Ja, und Protagonist denkt sich weiterhin, da ist ein Fenster, strahlt sogar Licht durch. Könnte ich rausgehen? Nö. Laufe ich hinterher? Und dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber jedenfalls irgendwann kommt dann ein Zusammenschnitt. Genau, erst in dieser Figuren hinterhergelaufen und kam in eine Art Wohnzimmer, wo er eine Videokassette nimmt. Ah ja, so war das, genau. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, das war schon leicht verdächtig, wie dieses Menü auf einmal aufploppte. Ja, das stimmt, das hätte einem auffallen können. Weil, wie er nämlich die Videokassette aufnimmt, das wirkte so wie in einem anderen gewissen Spiel irgendwie. War so mitten auf dem Bildschirm und so hervorgehoben. Genau, und dann geht er halt zum Videorekorder, der zufällig mit dem Fernseher direkt da dem stand, macht die Videokassette rein und dann zoomt halt die Kamera raus und dann haben sie halt die Bühne so aufgebaut, dass halt das alles wie dieses Video war. Und dann war halt auch immer so eine Art, ich vor allem, als ich das gesehen habe, dachte... Übrigens, ganz kurz mal Microsoft, so geht Regie. Ja. Man fährt raus, wenn es Sinn macht. Richtig. Also da muss man wirklich sagen, Sony, also wir haben ganz oft gedacht, wir so, zoomt rein und dann haben wir sofort reingezoomt. Mhm. Also sie haben auf uns gehört. Das war auch schon mal sehr gut, dass sie auf uns hören. Ja, nur auf uns. Generell haben sie aber immer sehr, sehr schnell, also kaum ist der Trailer angefangen, haben sie eigentlich sofort reingezoomt, Vollbild und dann hat man alles wunderbar gesehen. Und ich habe Microsoft war erstmal auf 5 Minuten, Kamera noch nix. Boah, noch richtig, schalten wir das Publikum. Naja, das hat mich so aufgeregt. Ja, weil ich habe ganz viele Bilder gesehen, unter anderem eine dunkle Frau in einem Rollstuhl, in einem Badezimmerartigen Gewölbe. Na und ich dachte halt wirklich erst so, Conjuring? Ja. Weil es wirkte wie so irgendwelche Geister aus Treibern, weil so ein Schrank war noch zu sehen, der mit Ketten verschlossen war. Und die sagen dann so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Und dann so ein Schwarz-Weiß-Film irgendwie. Und die haben dann so ganz alte Technik mit so einem fetten Mikrofon, wie er noch reinredet und dann vom richtet, wie
wie schlimm das hier ist und oh mein Gott, und liegt eine Leiche da irgendwie rum, ja, mit blutenden Augen und dann, oh mein Gott, lauft, lauft, lauft. Man wundert sich schon, was ist denn das jetzt? Ist das neue ID oder was, ja, ist denn das? Das ist ja gar nicht nur in der Küche. Ja. Und da kam noch ein Zusammenschnitt irgendwie auch noch von verschiedenen Orten so ein bisschen. Und dann halt eine Stimme, die noch geredet hatte. Ja, irgendwann, ja. Wir müssen dann uns, wie gesagt, wir haben es 5 Uhr morgens. Wir versuchen das alles noch so gut wie möglich aus dem Gedächtnis gerade abzurufen. Tut uns leider gerade alles so ein bisschen durcheinander oder ab und zu was vergessen. Jedenfalls war noch eine Stimme, die noch geredet hat auf einem. Und dann von draußen hat man gesehen, okay, das ist irgendwie so ein Haus und man ist dann bei so einem Auto und man steht vor dieser großen Villa irgendwie. Und dann auf einmal kommt da wirklich, das war so, what the fuck? Resident Evil 7. Ja. Und das hat man gesehen, man hat es nicht geglaubt. Also sie haben, also genau, Resident Evil 7 Biohazard, so heißt es. Ja, Biohazard heißt die Serie in Japan, deswegen. Na, aber das war direkt das Untertitel diesmal so. Nee, das war die Internetadresse da drunter. Also bei uns wieder Resident Evil. Es stand auch nur Resident Evil da im Übrigen. Nein, nein, da war auch 7. Ja, also im Schriftzug war nur Resident Evil. Er hat dann gesagt, dass es Resident Evil 7 ist. Das Biohazard war, weil die Reihe in Japan so heißt. Da ist die nicht bekannt als Resident Evil. Ach, was nicht. Ja. Naja, egal, das ist Resident Evil 7. Und es kommt am 24.01.2017. Ja, also in einem halben Jahr schon. Ja. Und das war schon echt krass. Und es ist komplett von vorne bis hinten in VR spielbar. Ja, das war auch noch, also das war wirklich mit eigentlich eines der Highlights überhaupt. Ja. Weil wir haben es angeguckt, wir waren so geflasht davon, weil wir haben mit allem gerechnet, nur nicht damit. Ja. Und dann auf einmal steht da wirklich Resident Evil. Und das war so, what? Nach den ganzen letzten Jahren, wo sie rum immer mehr Ballaballa gemacht haben. Ja, und vor allem wieder, es war dieses Jahr wieder, ein Insider sagt, sie wollen zurück zu den Horrorwurzeln. Ja, also, und man dachte schon so, ja, genau wie bei Teil 5, genau wie bei Teil 6. Ja. Oder wie bei Evil Within. Ja, jetzt ist es ein, ja, ein Horror, richtiges Horrorspiel aus der Ego-Perspektive. Ja. Also, diesmal hat es wirklich wieder besinnt auf die alten Wurzeln, weil es scheint wieder so zu sein, dass man in so einer alten Villa irgendwie herumläuft, in so einem alten Haus. Ja. Und da halt Zombies denn sind und man hat wahrscheinlich nicht wirklich viel Bewaffnung, würde ich mal so sagen. Ja. Und wie gesagt, das Krasse ist halt wirklich, dass das gesamte Ding VR ist. Ja. Und, oh, das ist. Das ist wirklich, ich kann es immer nicht ganz glauben, dass das Resident Evil sein soll. Ja. Das ist. Ja, wir mussten vorhin schon schön lachen über einen Tweet von Robin dazu, der wirklich so "People really likes this PTs, this Silent Hill scene, but we only have Resident Evil. ... On it, sir." Ja, ja. Boah. Aber ist mir völlig egal, wie das heißt. Ich freue mich drauf. Ja. Hoffentlich wird das nicht wie alle Spiele dieser Art in letzter Zeit gecancelt, kurz vor Schluss. Und nee, ich glaube das nicht. Nee. Das ist mit Capcom Resident Evil, das ist eine große Reihe. Das ja, und nicht. Vor allem, wie gesagt, die haben das letzte oder sogar vorletzte, ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber letzte E3, haben sie es schon in so einem Mini-Stand auf der E3 gezeigt, ohne dass sie, das ist einfach nur Kitchen und nur so diese Demo von dem Mini-Haus quasi. Ja. Ja, und also das heißt, die haben seit Jahren im Geheimen an Resident Evil 7 entwickelt und keiner wusste, wie es aussieht. Keiner wusste, dass Kitchen das ist. Deswegen, das ist halt schon. Es kann natürlich sein, dass es einfach nur Resident Evil eigentlich heißt. Und dass es als 7 bezeichnet, aber ja, dass es halt einfach nur wieder Resident Evil. Wahrscheinlich. Ist eine Art Reboot jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ich nehme es fast an. Oh Gott, stell dir jetzt mal vor, so die Resident Evil Teile und das alles so mit VR und alles so mega Horror. Ja. Boah. Ja, sie sind dann das. Also auch da wieder Chapeau Sony, es wird, denke ich mal, nicht exklusiv sein. Also haben sie es halt nicht gesagt. Ja, aber sie würden es sagen, wenn es exklusiv wäre. Das ist so. Aber nichtsdestotrotz, wieder hat Sony sich die große Überraschung gesichert. Also das können sie echt gut. Aber das war nicht die einzige Überraschung an diesem Abend. Ja. Gab es noch später. Aber erstmal ging es weiter mit PlayStation VR. Jetzt kam mal endlich wieder ein Typ wieder auf die Bühne. Ja, der sagte, dass die PlayStation VR am 13.10.2016 erscheint. Kostet $400. Ja,
Und dass bis Ende 2016 bereits 50 VR-Games verfügbar sein sollen. Und dann hat er ein paar, haben sie vier Sony-exklusive VR-Erlebnisse gezeigt. Einmal ein selbstentwickeltes namens Farpoint. Genau. Da scheint man auf so einem fremden Alien-Planeten. Ich erinnere mich ein bisschen von der Konstellation wie Firewatch. Ja. Nur halt mit Schießen. Ja. So ein bisschen. Und man ist via Funk mit einer Frau verbunden und ja, stopft über diesen Planeten, aber scheint auch sich viel verbergen zu müssen. Ja. Und nur, wenn es eng wird, zu schießen. Weil irgendwie auf irgendwelche Insekten-Aliens herumfliegen, ja, und kreuchen und fleuchen. Sah sehr, sehr hübsch aus. Ja. Zeigt also, dass nicht alles so aussehen muss wie Star Trek VR bei Ubisoft. Ja. Ja, dann muss ein Spiel mit einem etwas bitteren Beigeschmack, nämlich Star Wars Battlefront X-Wing VR. Ja. Ja, also der Weltraumschlachtmodus wurde wie damals schon angedacht oder von uns angebracht, wahrscheinlich herausgenommen, um ihn dann später irgendwie anderweitig verwenden zu können. Ja, als VR-Erfahrung halt. Ja. Ist schön, aber wäre auch schön in Battlefront. Von daher bin ich wirklich gespannt, wie teuer das Ding ist. Ja, und wie sich's steuert. Also, weil wenn sie einfach nur die Steuerung aus Battlefront übernehmen, dann Das könnten wir machen, ja. Ja, dann kommt im Oktober Batman Arkham VR. Da hat man keine nur Ahnung, den nur Joker reden hören, ja, oder Batman. Ja. Und dann kommt noch Final Fantasy XV VR Experience. Da kann man als Promptu spielen. Wer sich fragt, wer Promptu ist. Promptu ist der Typ mit der Pistole. Ja. Ja, und kann offenbar so ein bisschen, wenn die da kämpfen, so ein bisschen aus der Ego-Perspektive schießen. Ja. Und man kann Cindy, der halbnackten Mechanikerin, kann man ausgiebig beobachten. Ja. Hat der Trailer auch gezeigt. Das stimmt. Ja. Das waren die VR-Erfahrungen und dann ging es weiter mit irgendwas Weltraummäßigem. Und wir dachten so, ist das jetzt immer noch VR? Ja, das war so ein bisschen die Kehrseite von ihrem Zeigen, Zeigen, Zeigen. Das VR-Segment wurde einfach nicht beendet. Das war einfach so, ja. Also da hätten sie zumindest mal kurz ihn nochmal einbringen können und wir so sagen, das war unser VR-Segment. Ja, jetzt geht's weiter. Und weiter so, ja, Weltraum, hä, ist das jetzt noch VR? Aber das sieht auch aus wie Call of Duty. Ja, wir waren es wirklich sehr, sehr lange nicht sicher, was ist es denn jetzt? Irgendwann fing die Schießerei, dann waren wir, okay, jetzt Call of Duty. Ja. Aber naja, schon, du warst ja schon vorher, als es dann im Weltraum in den Planeten, ja, gut, so, ja, wegen den Fliegern da. Aber es war jedenfalls Call of Duty Infinite Warfare, kommt am 4.11.2016. Ja, ihr werdet also über den Verlauf dieser Podcasts schon gemerkt haben, Oktober, November wird wieder ziemlich knacke voll und dann gleich wieder Januar, Februar, März geht gleich so weiter. Ja, das wird krass. Ja. Ja, man hat gesehen, wie die durch den Weltraum geflogen sind. Dann ist er abgesprungen aus seinem Schiff, hat in der Schwerelosigkeit geschossen, hat einen Grappling Hook. Ja. Konnte Leuten die Maske vom Kopf reißen, sind die erstickt. War das nett. Konnte Leute erschießen. Also muss sagen, dieses Weltraumsegment fand ich ziemlich cool. Also von der Grafik her, vom Spektakel her und so weiter, war eigentlich alles ziemlich geil gemacht. Und dann aber irgendwann haben sie sich Zugang in das Raumschiff geholt, indem sie einfach die Brücke gesprengt haben und alle wurden rausgesaugt, haben dann noch geschrien. Leider haben sie den Fehler gemacht, denn jeder weiß, im Weltraum hört dich niemand schreien. Und wer die Anspielung auf den Film versteht. jedenfalls war es so, dass sie rausgesaugt wurden, ist man ins Schiff reingegangen, man hat die Lebenserhaltungssysteme reaktiviert, die Schwerkraft und dann war es wieder scheiße. Dann war es wieder Call of Duty. Also was heißt scheiße? Scheiße kann man auch nicht sagen. Klassisches halt, Call of Duty. Ja, es war wieder, scheiße war falsch. Es war halt wieder klassisches Call of Duty, man ist halt durchgerannt, Spektakel, hat einen x-beliebigen nummerierten Feind nach den anderen zerschrotet und abgeballert mit modernsten Waffen und irgendwelchen Fluggranaten und Laserknarren und so weiter. Hat er noch das Ladedock geöffnet, hat dadurch noch den Rest der Leute rausgesaugt und an der Krippen, was er so war. Was ich ganz cool fand, war dieses, dass man eben erst geflogen ist, dann, es sah auch ein bisschen aus, als ob man sich sein Ziel selber ausgesucht hätte am Anfang, kann aber auch nur eine Sequenz gewesen sein. Ja. Dann eben da auf dem Deck gekämpft hat, sich dann reingesprengt hat, drinnen geballert und dann eben die Ladeluke auf und dann da
dann wahrscheinlich wieder rausgehen würde und dann draußen weiter kämpfen. Das fand ich ganz cool, diesen Übergang, aber ja, ist jetzt trotzdem nichts, was ich mir kaufe. Nee. Wie gesagt, dieses Weltraumding ist ganz cool. Da zeigen sie schon, okay, sie machen da was ganz, also was heißt ganz Neues, sie machen was Neues. Was sie nochmal ausreifen, was sie ja schon mal vorher in Black Ops 2, wo sie ganz kurz nur den Ausflug im Weltraum hatten. Oder Black Ops? Ghost war, glaube ich, im Weltraum. Keine Ahnung. Egal, ich weiß nicht. In irgendeiner der Call of Duty-Teile waren es mal ganz kurz im Weltraum, was ja sehr cool war. Und jetzt haben sie es halt mal richtig ausgiebig halt alles. Mit Weltraumschlachten und allem drum dran, was sehr spektakulös aussieht. Spektakulös? Ja, spektakulös. Okay. Geht spektakulös eigentlich das Wort? Ich glaube nicht, aber wenn, hast du es jetzt erfunden? Ich finde, das hört sich lustig an. Spektakulös. Na. Es ist spektakulös. Das gibt's natürlich. Oder? Spektakulös? Warum nicht? Spektakulös. Keine Ahnung. Mein Hirn kann man nicht mehr denken, ey. Egal. Egal. Das war jetzt Call of Duty. So. Dann war Call of Duty vorbei und dann kam halt noch, es kommt am 4.11.16, hatten wir schon. Hatten wir schon, ja. Und dann war die ganze Stage in Crash Bandicoot Manier gestaltet. Und der eine Sean Layden kam raus und mit dem Schatten von Crash Bandicoot. Ja, und es gab laut heißen Jubel in der Halle und ich schüttelte schon mit dem Kopf, als du dich freutest und dachte, nein, das wird kein neues, das wird ein Remaster. Ich habe mich gefreut und dachte so, oh, sie machen ein neues Crash Bandicoot, weil ich bin damit aufgewachsen und es mit einer Lieblingskinder Nostalgie rein sozusagen. Und damit du das nochmal aufleben lassen kannst, gibt es jetzt Crash Bandicoot 1, 2 und irgendwas mit Wild. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, was es nochmal war. Noch ein Crash Bandicoot, also ich denke mal, alle, die es bisher gab, gibt es nochmal. Es wären ein paar mehr. Aber jedenfalls, ja, remastered. Ja. So, man hat noch nicht gesehen, wie remastered. Ja. Aber remastered. Ja, und im Oktober wird Crash Bandicoot zudem dann bei Skylanders Imaginators. Genau. Und haben sie damit auch gleich Skylanders Imaginators mal vorgestellt, was dann halt auch kommt. Und das hat das besondere Clou, dass man jetzt anscheinend sich seine gesamten eigenen Monster ausdenken kann, die denn da real werden. Also man hat wahrscheinlich so einen Pool an 50 Köpfen, 50 Körpern, 50 Armen, 50 Beinen, 50 Waffen und dann kannst du halt da die verschiedensten Kombinationen machen, hast dein eigenes Monster kreiert. Wie zum Beispiel Bananenman. Der war da als Beispiel so gezeigt. Ja. Ja, dann haben sie noch ganz kurz Lego Star Wars gezeigt. Das kommt in 2 Wochen auf den Markt und die Demo kann man right now runterladen. Ja. Ja. So bei dem Call of Duty Segment sagte ich, so dieses Sony hat immer diese Kurve, erst richtig geil und dann kommt dieses Down und dann geht's nochmal kurz hoch. Und so war es dann auch. Ja, und heute ging es aber richtig hoch nochmal. Ja. Denn also man muss ja sagen, Call of Duty ging ja noch, aber dann hat das Crash Bandicoot Ding war bei mir halt wirklich und das Lego Star Wars so. Weil ich habe wirklich gedacht, es kommt Neues, warum machen sie kein Neues? Kinder spielen doch auch. Die neue Generation kann auch mal was Neues haben. Na, die spielen dann Lego Star Wars. Ja. Die alten Hasen spielen Crash Bandicoot Remastered. Nochmal, ja. Ich bin mal gespannt, wie remastered das ist. Oder ob es einfach nur HD gemastert ist. Naja, dann stand jedenfalls der Sony-Chef of America, oder was er ist. Ich weiß gar nicht mehr. Schon jedenfalls ja. Stand da wieder und hat dann darüber geredet, dass dass sie in dem großartigsten Business der Welt arbeiten, denn sie haben hier so viele Musiker und Artists und Künstler. Und natürlich wollen sie für die neuesten Erfahrungen nur die Besten der Besten. Und deswegen hat er eine wahre Legende des Business eingeladen. Ja, und da war Grauton schon so, oh, wer könnte jetzt kommen? Ich sagte nämlich am Anfang der Show schon, ich muss meinem Kopf sagen, dass es noch nicht vorgestellt werden wird. Beim Resident Evil Ding war das, ganz am Anfang, weil es halt so PT-mäßig war und dann kam uns beiden derselbe Gedanke. Ich habe auch so überlegt, ist das jetzt Kojima? Ja. Und dann wirklich sagte er, eine Legende, eine Entwicklerlegende. Genau, und ich hab schon gesagt, das ist bestimmt Kojima. Und du warst doch so. Ja, und dann wirklich er hat das Orchester für ihn gespielt. Er hat einen Flur aus weißem Licht bekommen, der mit jedem Schritt, den er gegangen ist. Also sie haben ihn schon so ein bisschen Jesus-like inszeniert. Ja, wirklich. Im Hintergrund ist dann das hier sein Symbol von seinem
Kojima Productions, Langsam aufgeleuchtet und er kam da runter bei tosenden Applaus. Ja. Und es war wirklich, er stand vorne und er musste mehrmals so machen, damit die Leute irgendwann auch mal aufhören zu applaudieren. Er wurde gefeiert einfach nur und dann sagt er halt einfach so: I'm back. I'm back. Und nochmal. Und ja, was soll man sagen? Er hat halt ein bisschen erzählt. Ja, und so hat ein bisschen was erzählt und ich saß schon da und dachte so, ach, er wird bestimmt nur sagen, also habe ich auch gesagt, er wird bestimmt nur sagen, wir arbeiten an was. Aber nein, nope. Er hat gesagt, ich hab da was für euch. Ja, und dann kam wirklich das allererste Ding, was sie momentan exklusiv für Sony entwickeln, also Hideo Kojima, ein erster, ja, wie soll man sagen, Teaser-Cinematic-Trailer irgendwie. Ja, und der ganze Trailer war einfach so Kojima. Es war kein Metal Gear mehr, aber die Kamerafahrt schon und dann das Ganze, wie es gemacht war. Also die Kamera fuhr los, erstmal nur über Sand und man hörte die ganze Zeit schon so ein Klickern. Genau. Wie von Krabben. Und dann hat man halt irgendwie so... Wie heißt das denn? Klauen? Krallen? Wie heißt das denn bei der Krabbe? Klingen? Klaue. Klaue. Krabben, Klauen, Klackern? Nee, Krabben. Es ist mittlerweile 5.30 Uhr, okay, es tut uns leid, wir haben noch nicht geschlafen. Ja. Naja, das hört man jedenfalls die ganze Zeit schon und dann sieht man irgendwie so lauter Krebsleichen. Genau. Und dann im Sand tauchen plötzlich so Handabdrücke auf, die sich immer mit Öl auffüllen. Ja, so also entweder was dunkles Wasser oder es war Öl. Ja. Irgendwie so. Und dann sieht man da irgendwie, also allein wie diese Kamera gefahren ist und wie das aufgebaut war, das sieht man so im Business. Denn die Musik dazu war auch noch sehr cool. Ja. Genau, wieder irgendwie ein lizenzierter Song. Und dann sieht man irgendwie einen nackten Mann da liegen und neben sich ein Baby. Und da ist auch so eine Art Nabelschnur. Also der Mann hat auch lange Haare, das heißt, man hat am Anfang auch nicht erkannt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. War aber ein Mann. Und neben ihm ein Baby, was er dann in den Arm nimmt. Und dann sieht man das Gesicht von ihm und man erkennt, Mensch, das ist doch der Reedus. Ja, Norman Reedus, der eigentlich in Silent Hill die Hauptrolle hätte spielen sollen. Spielt jetzt also bei... dem neuen Spiel die Hauptrolle. Genau. Ja, der hat das Baby dann in der Hand und dann verschwindet es einfach und er hat plötzlich wieder lauter Öl an den Händen was auch immer das ist. Und überall an seinem Körper auf einmal Handabdrücke. Ja. Und dann sieht man auf einmal ganz kleine Baby-Handabdrücke, die auf seinem Bein erscheinen und dann halt in den Sand anscheinend weggehen. Und dann fährt halt die Kamera diesen Fußspuren so hinterher, langsam nach oben und dann sieht man halt, dass überall toter Fisch liegt. Walrösser. Nee, Wale, nicht Walrösser. Ach, Wale waren das? Das waren alles Wale. Ach so, Wale. Wale, die tot an Strand angespült sind und schon lange verendet und verwesen. Ja. Und Norman Reedus guckt in einer unglaublichen Grafik in den Himmel und sieht da irgendwie am Horizont so fünf Gestalten. Menschliche Gestalten. Schweben, die dann verschwinden und dann, war der Trailer zu Ende und das neue Spiel von Kojima heißt Death Stranding. Ja. Und man hat noch keinen Blassen, was das sein soll. Hideo Kojima gibt noch irgendein Interview, vielleicht verrät er da irgendwas, aber ich bezweifle es. Wahrscheinlich nicht, nee. Und wir haben schon auf Twitter gelesen, eine sehr gute Vermutung, was wir auch so ein bisschen vermuten. Er weiß wahrscheinlich selber noch nicht so richtig also er hat eine Idee, aber was daraus denn wirklich wird, weiß man noch nicht. Aber es war für mich wirklich... Also Kojima ist auch der Einzige, der ein Spiel auch 5 Jahre vorher ankündigen kann, weil er es einfach schafft, über 5 Jahre immer wieder was zu zeigen, was einen neugierig macht. Ich hoffe nicht, dass es 5 Jahre dauert, aber... Na, ich glaube, 2 Jährchen müssen uns bestimmt gedulden. Ja, ich denke auch. Also ich denke mal, frühestens... 2018. Ja, März 2018 könnte es sein, frühestens, glaube ich. Ja. Ja, aber es war einfach ein toller Moment, dass er da war, dass er so empfangen wurde, sehr glücklich aussah. Ja, also sah wirklich sehr, sehr gut aus, sehr glücklich. Also, ja, und vor allem, wer war wirklich dieses sagte, so, I'm back. Das war toll, das war cool. So. Ja. Konami erntet auf Twitter gerade Hohn und Spott. Oh ja. Und alle haben es gefeiert. Also alle haben Kojima gefeiert und haben dieses Death Stranding gefeiert, auch die Quiet hat das nochmal retreated und Stephen Joustin. Ja. Und wem es noch nicht klar war, dass Resident Evil schon dafür sorgte, dass Sony gewonnen hatte, spätestens jetzt war es klar, Sony hat gewonnen. Ja. Naja, also wir hatten jetzt alleine bis hier hatten sie jetzt God of War 4,
mit Days Are Gone die neue IP, was sie dann eben danach auch nochmal das Gameplay gezeigt haben, was cool aussah. Horizon haben sie, Detroit haben sie, Resident Evil hatten sie, ihr VR-Spiel hatten sie und jetzt eben noch Death Stranding. Also wir haben eigentlich bis auf ein, zwei Ausnahmen nur abgeliefert. Ja. Und selbst Call of Duty und Lego sind ja Sachen, also die sehr, Leute interessieren. Also so, dann kam ganz kurz so, ja, Spider-Man von Insomniac übrigens. Ja, das war so ein ganz kurzes Segment nochmal. Sah auch ganz cool aus. Also so muss ein Spider-Man-Spiel aussehen. Ja. Ja, und dann eben kam nochmal der Sony-Chef auf die Bühne, hat nochmal sich bedankt für alles und hat gesagt, dass er jetzt die Show beenden möchte mit Gameplay zu Days Are Gone. Ja. Und damit, das haben wir vorhin schon besprochen. Und ja, damit ging eine nahezu rundum gelungene Show zu Ende. Und wir saßen, wie gesagt, wir haben den Podcast angefangen, eine Viertelstunde, nachdem es vorbei war, haben wir angefangen, ihn aufzunehmen. Und wir haben uns diese Viertelstunde nur gefreut. Ja, und haben das mal so rekapituliert. Wir können nicht mehr sprechen. Was da eigentlich gerade passiert ist. Ja, und ihr müsst euch das mal reinziehen, dass Sony mit God of War 4 angefangen hat, weil sie wussten, das ist nicht das Größte, was sie haben. Ja. Und das war wirklich, als sie mit God of War 4 angefangen haben, dachte ich wirklich so, okay, womit hört ihr denn dann auf? Mit Kojima in dem Sinne eigentlich. Ja, und Sony-Konferenz ist, auf der God of War 4 endlich vorgestellt wird und die Leute interessiert alles andere mehr. Ja. Also, ja, das ist. Oh. Ja, und deswegen ist eigentlich schon jetzt klar, also Sony hat ganz klar diese E3 dominiert und verdient gewonnen. Ja. Also auch wie sie mit der Show, muss man wirklich sagen, gemacht haben, wirklich einfach zack, 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 da habt ihr. Und das Orchester die ganze Zeit diese Live-Musik gespielt hat, war echt cool. Und vor allem, das Ding ist, das hat Microsoft ja auch versucht, aber ohne dabei, also nicht mit dem Live-Orchester, aber mit dem schnell hintereinander, aber ohne irgendwie, ja. Also es ist keine neue IP und nichts, was so richtig BÄM hatte. Ja, vor allem insgesamt hatte Microsoft denn doch gar nicht so viel, muss man sagen. Ja. Irgendwie, da hatte Sony jetzt viel dichter. Ja. Vor allem, was nämlich wirklich gut war, sie haben die Show, sie dürfen ja eigentlich 2 Stunden, sie haben aber nur 1 Stunde und 15 Minuten oder so gemacht. Und sie haben halt wirklich dieses klassische Prinzip Show, don't tell. Ja. Sie haben ganz wenig geredet, einfach nur hier. Das ist sogar einmal zu wenig. Wie gesagt, einmal ganz kurz sagen, übrigens, wäre es jetzt vorbei, wäre praktisch gewesen. Ja. Aber naja. Ja, und vor allem muss ich sagen, auch wenn Microsoft jetzt diesen Punkt mit der Project Scorpio für sich hat, total richtige Entscheidung, über die Neo gar kein Wort jetzt zu verlieren. Das kann man auch so noch machen. Und wer weiß, vielleicht jetzt, wo sie Scorpio sehen, vielleicht überdenken sie es ja nochmal. Ja. Machen es vielleicht doch nochmal anders. Kann ja auch sein. Ja, und vor allem eben, dass VR auch im Oktober schon kommt, so auch gleich klar gemacht. Ja. VR geht auch mit der jetzigen PlayStation. Ja, vor allem auch im Oktober rauskommen und dann sagen wir wirklich bis zum Ende des Jahres 50 Spiele. Ja. Und vor allem die liefern. Die haben jetzt schon vorher schon so viele Spiele schon gezeigt, auch wenn es so kleinere Spiele manchmal sind. Aber trotzdem, die liefern, die haben die Spiele einfach dafür, dass man halt zumindest am Anfang sagen kann, okay, es würde sich lohnen, es sind genug Spiele vorhanden, sogar richtige Story-Spiele sind vorhanden. Und wenn Resident Evil und so weiter rauskommen, dann hast du noch sonst natürlich große Spiele, die du komplett in VR spielen kannst. Ja. Also, ja, wie gesagt, in Doom kommt ja dann auch noch was von Bethesda ist. Ja. Es kommt ja noch den Fallout 4, was du auf der Konsole theoretisch in VR spielen kannst. Was willst du mehr? Ja. Und ich meine, klar, Morpheus ist jetzt nicht die beste der Brillen. Ist ja sogar die schlechteste in dem Sinne. Mhm. Aber es reicht vollkommen aus, ja, finde ich. Und 400 ist immer noch eine tolle, teure Spielerei. So ist sie nun nicht. Aber es ist jedenfalls etwas, wo ich mir denke, irgendwann kann man darüber mal nachdenken, wenn man ein bisschen was zur Seite spart. Weil bei den anderen ist es wieder so... Ja, aber vor allem zum Beispiel auch Resident Evil sah wirklich auch aus, es hat für uns funktioniert, obwohl wir es nicht mal selber gespielt haben. Ja. Und so, und das ist, also man braucht VR nicht, und ich, bei sowas wie Resident Evil, würde ich mir selber ganz stark überlegen, ob ich das machen würde. Niemals. Aber wie gesagt, das ist...
Also ich habe mir ganz am Anfang von VR schon gesagt, ich werde mir niemals irgendwas mit Horror bei VR antun. Das ist, ich bin ja bekloppt, ich kriege einen Herzkasper. Ja. Ja, also, Chapeau an Sony, das war ziemlich brillant. Oh ja. Und wie gesagt, ich bin ja die letzten Jahre, habe ich mich immer so ein bisschen gegen gesperrt, einen Gewinner oder sonst was zu küren, aber ja, dieses Jahr ist es wirklich so, also Ubisoft haben wir jetzt ja noch nicht aufgenommen, aber Ubisoft war gut. Ja. Bethesda war okay bis gut. Microsoft und EA waren sogar relativ schwach. Und Microsoft sogar langweilig, würde ich behaupten. Ja. EA war halt einfach ziemlich wenig irgendwie. Ja, und Sony war halt wirklich von vorne bis hinten bam, 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 bam. Wie gesagt, das Einzige, was bei Sony halt wirklich war, Crash Bandicoot, was ein bisschen schade ist, dass halt nur remastered ist und was man halt noch nicht mal von remastered was gesehen hat, wie remastered das denn ist. Ich weiß, es kann natürlich auch sein, PlayStation 4 Grafik und dann Crash Bandicoot. Wäre auch geil, aber ich glaube es nicht. Ja, und ja, ein bisschen mehr Square Enix hätte ich mir gewünscht, aber ja, ja, ich meine, von Final Fantasy 15 dürfen sie nicht mehr so viel zeigen, kommt ja eh bald. Aber vielleicht von King Hearts 3, Final Fantasy 7 Remake, irgendwas. Ja, aber warum Spiele zeigen, die 2018 kommen? Oder 2020. Ja. Nee, so, jetzt gehen wir aber auch schon eine Stunde und eine Minute, das reicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem oder anderen Podcast oder hören uns dort. Genau. Und bis dann, euer Rauton. Und euer Ramen. Ciao.